So. Ihr seht, es hat eine ganze Menge los hier bei uns am Stand. Wir gehen jetzt ein paar Leute befragen. Aber dazu gehen wir raus, machen wir die Halle, weil es viel zu laut ist. Wir werden mal ein paar Leute Test, fragen. Test, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Die Meinung zu der FIBO 2024. Let's go. Wir wollen mal so ein paar Leute befragen, wie FIBO 2024 für euch war. Voll. Wie viele Tage war der hier? Heute der erste. Okay, alles klar. Und was so für Eindrücke gesammelt, was Neues gesehen oder mal gleiche Scheiß? Viel Neues. Ja? Ja. Habt ihr so ziemlich viel gesehen? Ja, ich auch. Ah, krasser Scheiß, Alter. Wir haben ja Füße, jetzt so eine Füße, Alter. Ja. Wenn ich alles gesehen hätte. Also wir haben noch fast gar nichts gesehen oder sehr wenig, sagen wir mal so. Aber ist ja normal. Also euch hat es gefallen. Das Einzige, wo ich ein bisschen enttäuscht war, war von der ESN-Halle. Weil ja. Dieses Jahr hat ja eine eigene Halle. Aber ja. Also es war jetzt nicht so, wie man gedacht hat. Also bei euch hier ist mehr Stimmung. Ja, krass. Definitiv. Cool. Aber trotzdem war es, da fand ich, sehr organisiert irgendwie. Ja, gerade stimmt, so mit den Lions und wenn die Stars da waren. So ziemlich groß, ja, spektakulär, dass wir eine eigene Halle hatten. Ja. Aber wenn es nicht gefallen hat, sich gefallen. Dann sind wir die Besseren. Ja. Geiler Scheiß, Mann. Ich habe jetzt auf 45 Minuten auf zwei Bullis gewartet, aber das hat sich gemacht. Echt, ja? Krasser Scheiß, ja, was lange wert wird gut, Mann. Hallo? Ich freue mich, dich kennenzulernen. Jetzt hast du mich hier erwischt. Ja, das sind die Sportler hier, Alter. Die Undercover-Sportler. Du kommst aber genau richtig. Wir wollen so ein paar Leute fragen, wie sie die FIBO fanden 2024. Was sagst du dazu? Wie fandest du die FIBO? Ich fand die FIBO. Zigarette ist jetzt eh auf dem Film. Ja, okay. Ich fand die FIBO echt gut. Aber ich fand die Musik ein bisschen zu laut, tatsächlich. Wo? Ja, generell hier jetzt in dem Bereich. Die dröhnt halt so im Ohr und irgendwann hat man eine Schnauze voll und dann habe ich keinen Bock mehr, dann gehe ich halt raus und rauche mir eine. Ne? Wart ihr heute den einzigen Tag da oder wart ihr mehrere Tage da? Nee, ich war tatsächlich heute am Sonntag den einzigen Tag da, aber du auch, ne? Was habt ihr denn dann gekauft? Okay. Drei Packungen Proteinriegel und dann haben wir noch so Shaker und so geschenkt bekommen. Cool. Welcher Stand hat euch am meisten gefallen? Ich fand tatsächlich, dass mir der Mutant-Stand am meisten gefallen hat. Vom Mutant Nutrition. Oh, ich weiß gar nicht so. Also irgendwie alle haben so was Besonderes. Es gibt keinen, der speziell raussticht, finde ich. Okay. Ich fand besonders den Race-Stand extrem gut. Also der Race-Stand hat mir extrem gut gefallen. Ich finde die Klamotten auch ziemlich cool. Spider Dogs auch, aber Race hat extrem gute Hosen auf das Gym. Finde ich mega auf jeden Fall. Cool, danke, danke auf jeden Fall. Danke. Schön, dann wünschen wir euch eine gute Heimfahrt später. Vielleicht wollt noch ein Foto machen. Ja. So. Da war ja noch was. Jetzt darfst du ein Foto machen. Witzig, dass die Leute sogar auch schon zu mir kommen und fragen, dürfen wir Heiko kurz ausleihen für ein Foto? So. Hallo, Leute, nee, ihr könnt mir macht's einfach. Eine Frage, ich finde es so cool, wie ihr da angerannt kommt. Guck mal, ich habe hier Kandidaten gefunden. Hier. Ah! Wo müsst ihr euer Bild müsst ihr verdienen hier, das ist klar bei mir. Gerne. Also, wie lange wart ihr hier heute? Oder mehrere Tage oder nur heute? Wir waren nur heute da. Okay, wie hat es euch gefallen? Sehr, sehr gut. Habt ihr viel gesehen oder nur einen Teil? Wir haben fast Sachen alles so gesehen, fast alles gesehen. Ja? Ja. Und was war das Coolste für euch? Kevin LeBron. Kevin, ich auch sagen, ja. Die Jungen, Kevin Geschmack wieder. Also, Film. Kevin LeBron, ja, Geschmack hier. Also, das ist Oldschool-Legende. Ja. Geht nichts dran vorbei. Also, war auch mein großes Idol damals gewesen. Ja, schön. Geschmack. Freut mich, sowas zu hören von jungen Leuten. Geiler Scheiß, Alter. Was war Ihr Favorite? Bitte? Ihr Favorite? Na, ich. Ich gefällt mir selber am besten, Mann. Komm, schieß ein Foto, Digga. Ich muss ein Video drehen hier. Gerne. Jedenfalls, ich finde es wieder immer wieder schön, wie die Leute kommen und ihn anstrahlen und ein Foto wollen. Das ist sehr, sehr schön. Und es macht ihn auch richtig glücklich. So. Komm gut nach Hause, ne? Ciao. Ciao. Eigentlich hätte ich mir, nach so fleißig wie ich heute war, hätte ich mir eigentlich so die Karre verdient. Ich werde mal mit dem Chef von Smile Dogs reden, ob das nicht Dienstfahrzeug werden kann. Ja. So, Jungs. Aber das müsst ihr euch verdienen. Ihr müsst kurz auf meinem Video euch die Fragen von der Sarah stellen lassen. Wie hat euch die FIBO gefallen 2024? Ja, lass mich doch. Okay. Wie hat dir die FIBO gefallen? Gut. Ja. Ja? Ja. Wo warst du denn überall? Also in der ESN-Halle hier, Halle 10. Eigentlich hauptsächlich da. Und sonst, ja. Alles mal durchgeschaut einmal. Hast du was gekauft? Nee, tatsächlich nicht. Hast du einfach nur so geguckt? Ja, und mal einfach so einen Shaker oder irgendwelche Proben mitgenommen, aber sonst. Kommst du nächstes Jahr wieder? Ja, denk schon. Was hat dir besonders gut gefallen?
irgendwelche Neuerungen oder so? Oder einfach mal so nur durchgeschlendert und geguckt, was mal durchgeschlendert. Alles klar, Mann. Ja, cool, super, danke dir. Komm, lass dich schnell ein schönes Foto machen. Wo ist der Kollege? Guck mal, wir müssen ja gar nicht so viel laufen, die Leute kommen ja schon zu uns. Das passt ja. Ja, gut, dann machen wir sonst ein Video. Der Kalle gewesen sein. Ich bin da oben irgendwo. Hey, was genau ist der Asozial? Ich musste da hoch. Wir alle mussten da also hoch. Ich sag dir was, Lara. Es war vorher asozial, wo dann die Geschäftsleitung von Smilodogs kam und gesagt hat, weil ich habe mich hier so quer rangestellt und habe natürlich die Tür vom Container zugepackt. Und da ist ja unser Zeug drin, von Smilodogs. Ja, verstehe. Deswegen muss ich hier umpacken. Also, wie gesagt, vorher war es asozial, jetzt ist es politisch völlig korrekt. So, ihr seht auch so gelangweilt aus. Hast du jemanden getroffen, den du treffen wolltest? Tatsächlich, ja. Okay. Schön, schön. Noch ehrt jemand? Mich sehr. Schön. Auf jeden Fall, freue ich sehr. Ja, cool. Sehr schön. Und nächstes Jahr wieder dabei? 100%. Sehr schön. Okay, dann wünsche ich mir euch einen guten Nachhauseweg. Danke. Und dann vielleicht bis nächstes Jahr, ne? Ciao. Ciao. Auf alle Fälle erzählst du jetzt noch ganz kurz, was du für Eindrücke gesammelt hast bei deiner ersten FIBO 2024. Das wird die Leute auch mal sicherlich interessieren, wie meine kleine Sarah ihre neue große Bodybuilding-Welt entdeckt hat. Mit vielen tollen Leuten, denke ich mal, die du kennengelernt hast, schätze ich mal. Also ich muss sagen, so, ich habe mich hier richtig wohlgefühlt, weil hier kann ich wirklich ich sein. Ich mache Bodybuilding, wir alles, die das halt wirklich machen, die sind nicht normal. Und ich gehöre halt dann da dazu. Und das ist, ich konnte einfach ich sein, ich kann so rumlaufen, wie ich will, die Leute sind cool drauf. Ich fand es auch cool von Frauen, wie sie meinen Arsch begutachtet haben, fand ich super. Das sieht man nicht oft oder hört man nicht oft. Die beruhigen man nicht nur die Frauen. Ja, ach ja, und ich habe ja auch viele, viele junge Männer kennengelernt. Da gehen. Es hat schon alles seine Vorteile, sag ich mal. Ja. Nee, aber hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht, auch mit dir. Das war für mich so eine komplett neue Welt einfach. Mit dir kommt man da so irgendwie überall rein so. Und soll ich dir aber sagen? Ich habe mich gefreut, wenn du dich gefreut hast. Ja. Ohne Scheiß, dann freue ich mich. Also fand ich total cool. Du hast mir so viele Leute gezeigt und Geschichten erzählt. Das ist, ich höre dir so gerne zu. Von dir kann man da echt lernen. Das Beste war aber für mich mein Highlight. Ich habe die drei Männer gesehen, die auf meiner Wand waren. Jay Cutler, Ronnie Coleman und Markus Rühl. Ja, geil. Das ist geil. Alle drei gesehen. Ja. Top. Ich bin wirklich happy und ja, nächstes Jahr wieder. Ich habe Ronnie nicht gesehen. Ja, gestern einfach spontan vorbei an mir. Die sind ja alle hier. Wahnsinn. Aber ich habe, war hier so eingebunden und keine Chance gehabt. Das ist halt der Nachteil für eine FIBO für mich jetzt. Ich sehe wirklich extrem wenig. Mhm. Also wenn wir mal einen Videorundgang machen und mal ein paar Meter wegkommen, vielleicht in die nächste Halle rein, dann war es das aber auch schon gewesen. Dann will man wieder an den Stand zurück zu seinen Fans, weil die dort auf ihn warten. Da hat man wieder seine Autogramm schon, hast ja gesehen, was da teilweise los war. Also das ist so ein bisschen... Da hätte ich gerne mal einen Tag, wo ich mir auch mal alles in Ruhe angucken kann, aber da kommt man halt nicht zu, ne? Weil hier gibt es ja wirklich extrem viel zu sehen. Wir haben fast 1000 Aussteller, auch der Beauty-Bereich und ja. Die Innovation auf dem elektronischen Trainingsgerätebereich. Ist zwar auch eine Menge Blödsinn dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so, das ist halt einfach nur, keine Ahnung, als ob sie dir einen Tesla verkaufen wollen, weil der taugt auch zu nichts. Und so ist das mit einigen Sportgeräten genauso. Die Ideen dahinter sind schon witzig, aber es ist halt vielleicht doch dann mehr Gesundheitssport, obwohl der ja auch stark vertreten ist. Ja, ich fand es echt cool. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Da bin ich dann wieder der Dackel bei dir. Ungefähr so. Ja, dann hast du mal meinen Dackel kennengelernt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, liebe Sarah, tschüss. Für deine Unterstützung. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Teilen, liken, abonnieren nicht vergessen.